Hallo liebe Kreuzfahrt-Launcher, hier ist Annika. Ich melde mich hier von Sir Banias Island. Wir haben gestern Abend mit der Aida Crossfahrt, die ihr hier wunderbar im Hintergrund sehen könnt, um 18 Uhr festgemacht und haben den Abend mit der legendären Silent Party hier am Strand gestartet. Wir konnten dann hier von Bord gehen, zuvor gab es das Offizierschenken und dann konnte man sich hier die Kopfhörer für die Silent Party abholen. Ja, und wir haben hier, glaube ich, gestern Abend einen richtig guten Abend gehabt. Ihr habt die Möglichkeit hier, dann den Folgetag, sprich heute, den zweiten Tag, den wir hier auf der Insel sind, zum einen Ausflüge in Anspruch zu nehmen, die von AIDA angeboten werden. Ihr könnt hier ins Naturreservat fahren und dort die Wildtiere beobachten, zum Beispiel Giraffen, Antilopen und über 10.000 Vogelarten. Also das könnt ihr zum einen machen. Es gibt auch hier Radtouren, die AIDA anbietet. Oder ihr verbringt halt den Tag, wie wir heute, hier an diesem wunderbaren Strand mit kristallblauem Wasser. Ich zeige euch gleich mal ein bisschen davon. Sir Banias gehört zum arabischen Emirat Abu Dhabi. Und wie gesagt, ihr seht hier im Hintergrund nochmal die AIDA Cosma. Und über diesen Steg, den ihr sehen könnt, könnt ihr direkt zum Strand gelangen. Für die unter euch, die nicht so gut zu Fuß sind, macht euch keine Sorgen. Es gibt hier wirklich kleine Shuttles, so eine Buggies, die euch dann auch hierher fahren und zurückfahren. Die fahren regelmäßig. Ja, und jetzt könnt ihr hier einfach mal schauen. Hier ist der private Strandabschnitt, den dann wirklich nur die AIDA-Gäste für den Tag heute nutzen können. Ihr habt hier liegen vor Ort, es werden Bars aufgebaut. Ihr könnt mit eurer Bordkarte hier Getränke holen und bezahlen. Und zum Mittag gibt es ein Barbecue von 12 bis 14 Uhr, wo ihr euch den Bauch nochmal richtig vollschlagen könnt. Ja, wie gesagt, und schaut euch das an. Ihr habt hier einen super schönen weißen Sandstrand mit wirklich kristallblauem Wasser. Und nicht nur diese Seite könnt ihr nutzen, sondern auch auf der anderen Seite der Insel ist ein Strandabschnitt, wo keine Liegen sind, aber ihr könnt euch auch ganz entspannt im Handtuch da in den Sand bewegen. Also was ich wirklich zum Fazit sagen kann, wir gehen nämlich gleich zurück an Bord, weil wir um 18 Uhr wieder auslaufen Richtung Dubai, wo unsere Reise dann enden wird am Samstag. Es ist wirklich ein wunderschönes Ausflugsziel, wo ihr dann nach den beiden Tagen Sightseeing in Abu Dhabi und Doha mal richtig die Seele baumeln lassen könnt. Also, freut euch, wenn ihr mal herkommt. Es ist